Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischem und Partner und stehe hier zusammen mit Christian Solmecke, Partner bei Wildeborger und Solmecke, Medienrechtsanwaltskanzlei in Köln. Und Christian fragt mich heute einiges zum Patentrecht. Christian, du bist hier Partner in Köln bei Wildeborger und Solmecke und hast einen riesengroßen YouTube-Kanal, den verlinke ich natürlich auch hier unter diesem Video, und beschäftigst dich in erster Linie mit File-Sharing, Urheberrecht, aber auch vielen, vielen anderen Rechtsgebieten und willst heute mal so ein paar Fragen zu Patentrecht loswerden. Ne? Genau, wir haben ja noch auf meinem Kanal heute das Video Patente auf Bier. Ja? Und in dem Zusammenhang fiel mir ein, dass ich in meinem Jurastudium auch mal, ich habe unter anderem in Belgien studiert, eine Vorlesung besucht habe, Patentrecht. Und da sagte die Patentrechtsprofessorin, ach, das ist schon verrückt, was man mit Patenten alles schützen lassen kann. Und sie zeigte uns ein Patent, das war A New Way to Swing a Swing, ein neuer Weg, eine Schaukel zu schaukeln. Vereinfacht gesagt ging es darum, dass eben ein Kind nicht mehr vorwärts schaukelt, sondern seitlich schaukelt. Und da sind wir also in der Vorlesung fast alle von den Stühlen gefallen, dass man sich sowas in den USA schützen lassen kann. Und deswegen wollte ich das doch nochmal von dir bestätigt haben. Funktioniert sowas? Darf jetzt mein Sohn, der 9 Jahre alt ist, nicht mehr seitlich schaukeln? Also, das ist ein total klasse, genialer Fall, der immer Vorzeigefall ist. Quasi, das war ein Patentanwalt, der seinem Sohn das zum Geburtstag geschenkt hat. So habe ich das verstanden, diese Patentanmeldung. Und es ging darum, einfach das US-Patentrecht so ein bisschen vorzuführen. Hat ein US-Patentanwalt quasi einfach mal überlegt, wie weit kann ich gehen und die Grenzen austesten, ja? Bis vor einiger Zeit konnte man in den USA sowohl Geschäftsmethoden, die gar nichts mit irgendwelcher Technik zu tun haben. Ja, in Europa und in Deutschland gibt es immer das Erfordernis, dass ein Patent immer nur auf etwas eingetragen wird oder erteilt wird, was irgendwie einen technischen Aspekt hat. Und das war bis vor einiger Zeit in den USA gar nicht nötig. Ja, da konnte man einfach Geschäftsmethoden, Software als solche und solche Geschichten auch patentieren. Und er hat das halt in der Kategorie Geschäftsmethoden angemeldet. Also wie man halt eine Schaukel schaukelt und dann war ein Unteranspruch auch noch, dass man dabei Tarzan schreit oder irgendwie sowas. Ja, es war halt überhaupt nicht technisch. Und ja, und der Prüfer hat halt keinen Stand der Technik gefunden, und hat nicht gesehen, dass es irgendwo schon vorher diese Möglichkeit gab, seitwärts zu schwingen. Das hat er halt irgendwie nicht im Stand der Technik recherchieren können in seinen ganzen Datenbanken und musste dann quasi, weil es die Regeln so vorsehen, Patent erteilen. Ja, so. Aber wenn es doch allgemein üblich ist, dass ein Kind vorwärts und seitlich genau, schwingt, ja, kann man dann trotzdem darauf Patente anmelden, auf etwas, was eh schon jedes Kind macht? Ja, also einmal Entwarnung, ein Patent darf nur nicht gewährt eingesetzt werden. Okay. Ja? Also genau. Also wenn du jetzt... mein Sohn ist also kein täglicher Rechtsanwalt. Genau. Er verdient ja nicht sein Geld damit, dass er seitlich schwingt. Ja? Okay. Das ist ja der, dem eintritt, wenn er das besonders gut kann. Ja? Dann wird das natürlich besonders lustig. Außerdem gilt das Patent auch nur in den USA. Okay. Und es gab auch vor ungefähr 2 Jahren, glaube ich, eine Entscheidung, die hieß Alice, die wurde bis zum Supreme Court getrieben und der Supreme Court hat dann, die US-Kollegen mögen mich jetzt steinigen, sich relativ nah dem deutschen und europäischen Patentrecht angenähert und ist zwar nicht explizit gesagt, dass es jetzt einen technischen Aspekt geben muss, aber es muss etwas geben, was über die bloße Funktionsweise von etwas hinausgeht in technischer Hinsicht. So, ja. Also die Schaukel, die ist natürlich bekannt und es muss jetzt das haben sie so nicht gesagt, aber wahrscheinlich einen technischen Aspekt geben, der über das normale Verhalten einer Schaukel hinausgeht. Ja? Also eine Schaukelstange, die dann irgendwie so ein seitliches Schwingen ermöglicht. Ja, oder nehmen wir an, man kann besonders gut schaukeln, wenn die Seile links und rechts verdreht sind oder dreifach gebunden sind oder keine Ahnung, irgendeinen technischen Aspekt halt, der das besser macht. Dann kann man darauf auch heutzutage wahrscheinlich noch ein Patent kriegen. Das hat eine ganz wichtige Konsequenz, dieses Urteil, denn viele, viele Patente, gerade von Google und von Facebook und von Apple und so, die sind eben rein auf Geschäftsmethoden abgestellt. Zum Beispiel der One-Click-Button von Amazon oder ja, so. Ist Escape-Taste oder ja, sowas. Das ist alles geschützt in den USA. Und die sind aus meiner Sicht und vieler Leute Hinsicht mehr oder weniger wertlos jetzt. Ja? Also da sind zehntausende Patente wertlos. Und die werden auch nicht mehr geltend gemacht, ja, nach meiner Information. Also aus denen wird nicht mehr geklagt. Und
die entsprechenden Patentinhaber sind da sehr vorsichtig, die Patente jetzt einzusetzen nach diesem Urteil. Also wirklich eine bahnbrechende Entscheidung. Das, was ich damals gelernt habe, gilt dann heute nicht mehr. Aber ganz gut, ja, dann kann mein Sohn wieder schaukeln, wie er will, ganz selbst genau. In den USA. Sehr gut. Ja, alles klar. Ja, falls euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal. Wenn ihr Christians Kanal besuchen wollt, der ist in der ersten Zeile unter diesem Video verlinkt. Also ihr braucht nur drauf zu klicken. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Thumbs up und bis zum nächsten Mal. Tschüss.